Hallo zusammen, ich grüße euch. Ja, heute zeige ich euch, wie Sie einfach eine Tabellenkalkulation mit OpenOffice arbeiten können und auch mit Formeln und Funktionen auch. Ich zeige euch einfach, wo die Formeln sind und wie Sie einfach benutzen können. Hier haben wir schon OpenOffice aufgemacht und wir sind momentan auf einem Dokument und Sie wissen schon ein Dokument. Tabelle, aber wir können eine weitere Tabelle hinzufügen, die wir einfach wollen. Die Tabelle können wir hin und hier verschieben, wie wir einfach wollen. Aber wir wollen momentan in unsere zweite Tabelle einfach anfangen zu arbeiten. Also, und hier kann ich euch zum Beispiel erstmal berichten, was Sie einfach hier sehen, hier, wo unser Mauszeiger ist. Es ist ein A1. A ist einfach diese Spalte und 1 bedeutet einfach diese. Und wenn ich irgendetwas da eine Zahl angebe, dann drücke ich auf OK, das auf meinem Enter-Taste, dann springt einfach mein Mauszeiger auf die zweite Zeile. Also, und so können Sie einfach die Sache angeben, wenn Sie einfach wollen. Und wenn Sie auf OK drücken, wenn Sie mit der bestätigen, dann wird einfach auf die nächste Zeile einfach springen. Und hier oben haben Sie einfach auch diese Funktion Assistent und damit können Sie einfach sehr viele Funktionen auch sehen. Und hier haben wir einfach die Summe. Und ich werde euch erstmal mit dieser Assistent einfach Vertrauen machen. Hier, wenn ich auf Assistent diese FX drücke, das ist ein Assistent, Funktionsassistent heißt es. Und dann gehen Sie einfach hier sehen, wir haben eine Kategorie und hier haben wir einfach gesagt, wir wollen alle Kategorien. Und Sie sehen, wir haben zum Beispiel Datenbank drin, Datum und Zeit. Finanzen haben wir auch drin, Informationen und. Also wenn wir zum Beispiel also mit, ich weiß es nicht, Datum und Zeit arbeiten wollen, dann haben wir alle Funktionen, die einfach rum um die Zeit einfach so berichten können. Also zum Beispiel, wir haben das Datum selbst hier und hier auf der rechten Seite können wir einfach schon sehen, wie wir einfach die Funktion Datum einfach schreiben können, einfach so. Sie sehen, wie man einfach schreibt, die Funktion. Wenn ich auf Arbeitstag einfach drücke, dann merken Sie auch, wie man einen Arbeitstag einfach definiert. Das ist einfach eine Funktion. Und wie man einfach diese Funktion einfach auch definiert, sehen Sie hier oben. Und hier können Sie auch ganz genau arbeiten mit Formeln. Also wenn Sie mit Formeln hier arbeiten, dann sollten Sie genau so zum Beispiel hier schreiben, wie Sie einfach sehen. Und genauso ist es auch bei den anderen Funktionen. Zum Beispiel solche Funktionen auch, sehen Sie schon. Datwelt haben Sie auch hier, sehen Sie einfach, wie man einfach definiert. Und wir haben nicht nur die Kategorie Zeit und Datum, also wir haben sehr viele. Also deswegen habe ich einfach alle gelassen. Und hier haben wir einfach sehr, sehr viele Funktionen und jede Funktion ist einfach anders definiert und Sie sollten einfach wissen, wie Sie, wenn Sie nicht mehr wissen, wie Sie eine Funktion schreiben können, zum Beispiel mit der Summe-Funktion oder eine andere Funktion, dann kommen Sie einfach hier, zum Beispiel, dann gucken Sie einfach, wie man eine Summe-Funktion definiert, dann sollte man einfach, Sie sollten einfach so die Funktion definieren, wie Sie einfach hier sehen, einfach die Funktion schreiben und dazwischen geben Sie einfach die Zahlen an. Und die Zahlen müssen immer mit solchen Punkt, mit solchen Zeichen getrennt werden und Sie können einfach viele Zahlen einfach angeben und es wird einfach addiert. Und von daher, wenn Sie zum Beispiel, es gibt auch sehr viele Funktionen, wie solche Funktionen auch, dann sehen Sie einfach, wie man die Funktion definiert. Also erstmal Suchkriterium angeben. Die Matrix auch angeben, Index auch angeben, sortiert auch angeben. Also und so können Sie einfach eine Funktion genau schreiben. Wenn es falsch ist, dann werden Sie einfach also Sie werden immer einen Error bekommen als Ergebnis, weil OpenOffice weiß es nicht, was Sie genau fragen wollen. Und deswegen ist es wichtig, einfach auch hier zu kommen mit dem Assistenten, einfach zu kommen und zu sehen, wie man einfach die Funktion definiert und wie Sie einfach die Sache angeben können. Also zum Beispiel diese Summe, wenn Sie sehen einfach, wie man definiert und von daher sollte man einfach so.
zum Bereich erstmal angeben, Bereich 1 angeben, Kriterium 1, Bereich 2 und. Es geht immer weiter so. Und wenn Sie zum Beispiel, welche Funktionen haben wir nochmal hier, zum Beispiel die Funktion wenn, also benutzt man auch sehr oft. Und von daher, wenn Sie die Funktion wenn benutzen wollen, dann kommen Sie auch hier in diesen Assistenten, dann können Sie einfach sehen, wie man die Wenn-Funktion einfach definiert und dann können Sie einfach die Sache angeben. Von daher sollten Sie immer hier kommen und gucken, wie man einfach schaut, wenn Sie nicht sicher sind. Und hier haben wir auch die Struktur und Sie können auch ja, sehen, aber das ist nicht so wichtig, nur die Funktionen sind wirklich sehr, sehr wichtig, weil da können Sie einfach genau sehen, was man und wie man einfach die Sachen so definiert und von daher sehr, sehr wichtig. Und mit dem Datum auch, also Zeit und Datum, wir können auch alle Kategorien Schritt für Schritt einfach bearbeiten, zum Beispiel Datenbank. Wir können mit Datenbank auch anfangen und von daher möchte ich euch erstmal zeigen, wie wir sie, also die Funktionen erstmal definieren und dann kann ich euch einfach auch in der Tabelle beibringen, wie sie einfach die Sache so richtig, ja, kalkulieren können. Also Datenbank sehen Sie einfach, wie man diese Funktion D-Bankzahl einfach definiert und es gibt sehr viele Varianten und es ist immer einfach ja, anders definiert. Da tun Sie, wie wir einfach eben gesagt, gesehen haben, dann sehen Sie eben, wir haben noch die Funktion heute. Und die Funktion heute wird einfach so definiert. Wir haben auch ja, wird einfach hier und dann geben Sie einfach ein Ja hier drin und dann sofort haben Sie die Funktion. Und die Funktion jetzt haben wir auch, das ist fast die gleiche, ja, es ist einfach fast gleich wie das Ja auch, nur es heißt jetzt. Also, es ist gleich definiert und von daher sehen Sie einfach Monats haben wir auch, dann sollten Sie einfach die Zahl hier rein angeben und von daher hier unten können Sie auch genauso nochmal ein bisschen lesen, was Sie einfach drin angeben sollten. Und für Monate haben wir auch zum Beispiel viele Funktionen, also für Tage, Stunden und alles haben wir einfach hier drin. Also wir haben wirklich sehr viele Funktionen für Wochen, Wochenjahr, Wochentag und auch die Funktion Zeit haben wir auch. Also die Funktion Zeit wird einfach so definiert mit Sekunden, Minuten und Stunden. Also von daher, das ist klar. Also und von daher, wenn wir jetzt die Funktion Finanzen einfach, viele Funktionen, die Funktionen, die einfach um Finanzen umgehen, um Finanzen gehen können, dann können wir einfach hier viele Funktionen, die vielleicht, wir haben zum Beispiel kurz, und dann können wir einfach eine kurz hier berechnen. Und Sie sehen schon, wir haben Abrechnung, Fälligkeit, Zinsrendite, Rückzahlung, Häufigkeit, Basis, also. Und alle diese Daten sollten Sie erstmal rein angeben. Und wir haben viele andere Funktionen, die Sie einfach auch sehen. Von daher freue ich mich einfach, das nächste Video wieder mit euch zu teilen.